Ich werde und hat richtig Lahmul Ibil geliebt. Kamelfleisch und Milch, Kamelmilch, richtig geliebt. Und sagte, wenn ich nochmal gesund werde, ich werde kein Fleisch, kein Kamelfleisch und kein Milchfleisch essen. Kamelmilch trinken. Hat das bekommen und hat das nicht mehr gegessen. Obwohl Allah sagte ihm, das darfst du nicht machen. Es ist alles halal, warum hast du das verboten? Okay? Und auch kann Nabi Sallallahu bei uns. Jeder von uns weiß, dass als das Gebet als Pflicht geworden ist, welche Richtung haben wir gebetet? Al-Quds, oder? Richtung Al-Quds. Das war unser Qibla. Im Hadith Rawahu Muslim 17 Monaten oder 18 Monaten, so steht im Hadith, 17 oder 18 Monaten kann Rasulullah yusalli Richtung Al-Quds. Aber sein Wunsch war immer Mekka. Kama qala azza wa jalla, qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Das heißt, er betet, aber sein Wunsch war, dass er Richtung Kaaba betet. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Das heißt, nach 18 Monaten oder 17 Monaten bekam er Offenbarung. Und während dem Gebet hat seine Richtung gewechselt. Das heißt, er war Richtung Al-Quds, jetzt gegenüber jetzt, andere Richtung, Richtung Makkah. Okay? Das heißt, wurde auch von Al-Islam aufgehoben, Nusikh. Und auch andere Beispiele. Und sogar auch die Juden, die haben auch gewusst, dass wir diese Richtung immer gebetet haben. Und die haben gesagt, Sayaqulu Sufaha. Ma wallahum an qiblatihum allati kanu alayha. As-Sufaha sind wer? Juden. As-Safih ist eine. Normalerweise As-Safih hat zwei Bedeutungen. As-Safih, einer der schlimme Wörter sagt, heißt Safih. Und As-Safih, einer der noch nicht erwachsen geworden ist, heißt auch Safih. Hier, Sammahum, Allah Azzawajal hat die Juden als Sufaha. Weil die schlechte Wörter über Muhammad sagen. Die Juden, die werden sagen, ma wallahum, warum haben die jetzt die Richtung Qibla gewechselt? Die haben sogar diese Richtung gewechselt, aber warum jetzt? Jetzt Richtung Al-Kaaba. Sayaqulu as-sufaha ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Qul ya Muhammad, qul lillahi al-mashriq wal-maghrib. Sag ja Rasulallah, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul lillahi al-mashriq wal-maghrib. Allah hat gehört im Osten und Westen. Deshalb die Gelehrten, noch ein paar Sätze inshallah und dann fertig. Die Gelehrten sagen bei Ilm al-Nasikh wal-Mansukh, das ist auch dieser extra Wissen, al-Nasikh wal-Mansukh. Das heißt, es gab manche Versen, die nicht mehr da. Das heißt, es gab ein Vers, aber Al-Hukum ist noch, aber Vers ist nicht mehr da. Das ist ein Arzt. Ich sage euch ganz, ganz langsam, damit ihr auch versteht. Es gibt drei Arten von An-Nasikh wal-Mansukh. Es gibt drei Arten. Erste Art ist Ma nusikha hukmuhu wa nusikha tilawatuhu. Das heißt, Hukmu, das Urteil von diesem Hukm ist aufgehoben. Und auch diese Vers auch aufgehoben, gibt es auch nicht mehr. Beispiel. An Aisha radiallahu anha qalat. Kana fima an unzila min Quran ashru radha'atin. Das war vom Koran. Ashar radha'at heißt 10 Mal stillen. Wenn du von einer Frau 10 Mal stillst,
dann du bist für diese, die ist deine Mutter geworden. Stillmutter heißt das. Ja? Milchmutter. Das heißt, die Töchter von dieser Mutter, die sind auch deine Schwester. Du darfst nicht diese Töchter von dieser Frau heiraten. Diese Eier gibt es nicht mehr. Und Hukum auch gibt es auch nicht mehr. Das ist diese Welt gibt es nicht mehr. Und auch diese Urteil gibt es auch nicht. Warum? Jetzt nur fünf. Fünfmal, wenn du von einer Frau fünfmal stillst, die ist deine Mutter geworden. Damals war 10. Jetzt 5. Heitra Muslim. Aber warum ist das geändert? Weil nicht, dass jemand jetzt denkt, es ist jetzt geändert. Nein, in Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kommt immer noch runter. Aber diese Eier ist schon weg. Und der Hukum ist jetzt 5-mal stehlen, dann diese Mutter, diese Milchmutter ist deine Mutter geworden. Das ist ein Arzt. Zweiter Arzt ist ما نسخت لواة وبقي حكما. نسخت لواة, das heißt, ein Vers ist nicht mehr da, aber الحكم, Urteil, ist immer noch da. Das heißt, dieser Vers ist nicht mehr da, aber Urteil ist immer noch da. Wie Ayatul Rajm. Ayatul Rajm gab es. كما قال عمر الخطاب رحمه الله البخاري. Das heißt, الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما. Das eine, der verheiratet ist, muss man die besteinigen. Das heißt, jetzt im ganzen Koran findest du nicht diese Ayah. Gibt es nicht. Aber gibt es Hadith. Das heißt, diese Vers gab es. Vernussichat wurde aufgehoben. Aber Al-Hukum, Urteil, ist immer noch da jetzt. Das heißt, wenn eine Frau oder ein Mann, der verheiratet ist, Zina gemacht hat, seine Strafe ist Ar-Rajm. Und dann gibt es ما نسخ حكمه وبقي تلاوته. التلاوه Vers ist immer im Koran, aber dieser Hukum wurde aufgehoben. Dieses Urteil wurde aufgehoben. Genau wie was? Auch genauso, eine Frau, die Zina gemacht hat, ihre Strafe war, man muss die in einem Haus sperren, bis sie stirbt. Das heißt, diese Eier ist immer noch, ich lese jetzt auch diese Eier. قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. In Surat An-Nisa 15. Das heißt, die Eier ist immer noch da, aber الحكم والطاي ist nicht mehr da. Das heißt, eine Frau, die Zina gemacht hat, ihre Strafe damals in einem Haus sperren, bis sie stirbt. Diese Ayah ist immer noch im Koran, aber Al-Hukum aufgehoben mit was? Mit Rajm. Das heißt, wenn eine Frau oder ein Mann jetzt also Zina gemacht hat, ihre Strafe oder seine Strafe ist, dass man die besteinigt. Wallah maj'alna mimman yattabi'u ahsan al-qawl. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.